Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outward Three Brothers. Heute mit der Hildegard und mir, dem Lastenesel mit dem Stein auf dem Rücken. Hallöchen. Ja, wir waren gerade dabei, den Stein, oder haben den Stein aufgeladen, gell? Ja, wir haben ihn aufgeladen und sind jetzt eigentlich auf dem Rückweg, ne? Eigentlich? Eigentlich, sofern wir uns nicht verlaufen. Oder zufällig getötet werden von dieser Schnecke oder dem Steinmantis da hinten. Nein, das passiert uns nicht. Ja. Oh, die Kiste muss ich noch kurz holen. Okay. Von mir aus? Was gab's? Es gab einen Lebenstrank, eine Blitzaxt, Regenbogen, Pfirsichsamen oder was das nochmal genau ist und Achtung, Steinmantis. Tja. Ja, scheiße. Hier geht's lang. Mhm. Renn einfach weg. Ja, den lasse ich hinter mir. Der frische Staub. Oh, guck mal, da geht's ja immer noch zur Sache. Ja, dann hole ich mir hier die Kiste. Ich glaube, der Steinmann ist halt aufgegeben, oder? So, Milizchakra, Marathontrank, Kristallpulvermittel, großer Rubin und Aquamarin. Wir können eigentlich vorbeilaufen, während die kämpfen, oder? Ja. Ja, das machen wir. Tschüss. Ah, er hat die Qualkrabbe gelegt. Der Golem hat gewonnen. Schade. Oh, mein Leben sieht aber auch düster aus. So, sehe ich gerade. Ist so ein Lebenstrank? Ist alles verbrannt, ne? Ah, ansonsten okay. Hätte ich mich ja heilen können. Hier ist noch eine Leiche. Ja. Schimmertrank, 2 Giftfirnis, Ambrein und 5 Mana-Steine. Cool. Ist alles Geld, ne? Ja. So. Zacken wir alles ein. Jetzt müssen wir da hoch, oder? Ja. Ja, schön. Das ging ja eigentlich schneller, als ich dachte, ne, mit dem Stein aufladen. Ja. Also ich warte jetzt noch so ein bisschen auf die Überraschung auf dem Rückweg. Weil das war für Outward eigentlich schon fast so einfach, finde ich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da irgendwie so ein Zwischen-Mini-Boss-Mob irgendwie ist, aber... Oder kommt. Ich auch. Ja, ich bin auch froh, das, ne? Ist alles gut. Also, will mich nicht beklagen. Oh nein, ja, kein Bossmob. Oh, verdammt, da war eine Leiche. Was? Du hast die Leiche übersehen. Da war doch keine neue Leiche. Doch. Voila. Wo war denn hier eigentlich dieser Amboss, wenn ich doch schon den zerkratzten Dolch mitgebracht habe? War der nicht irgendwo unten? Muss man noch weiter runter, ja. Ich glaube hier. Ah, ne, da geht's hoch. Meinst du, das packen wir noch? Ja, ja. Hallo, Geisti, Geisti. Sehr schön. Erste Augen und so, Eisfirnis. Das hat er sich so gedacht, ne? Hier rumzuspucken. Nicht Eisfirnis, oh. Eislappen. Kiste. Ich habe auch das Gefühl, der war hier unten, oder? Ja, Milizaxt, Ausdauertrank, 3 Verbände und. So. Hast du eigentlich noch Wasser oder bist du auch schon am... Ich habe noch einen ganzen Sack. Oh, willst du ein Alpha-Sandwich essen? Da ist eins drin. Ich guck und mal ein Mineraltee, der stellt verbrauchte Gesundheit wieder her. Das kannst du dir auch gleich einverleiben. Ja, mache ich alles. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, warte, dann hau ich mir auch gleich mal rein hier. Zack. 9. Zack. Stillt ja auch Durst, oder? Ich denke. Oh, wenn super. Nicht, kriegst du noch Wasser. Geile Kombi. Oh, da ist so eine... Ballkrabbe. Also, die ist ja auch nicht sonderlich schnell. Ich kann hier sogar noch ganz locker nebenbei Schund kaufen und Leichen ausrauben.
Pass auf. Oh. Na gut, dann machen wir es halt kurz platt. Krabbe. Ich brenne! Ah, trink. Ja, ich hab doch nichts. Leg den Rucksack hin. Ja, das war scheiße. Tschüss. Ja, schade. Den ganzen Mineraltee verschwendet, wa? Ja. Scheiße. So, jetzt gehst du mal davor und ich bleib einfach hinten. Ja, warte, ich muss mal kurz gucken. Ich habe Rucksackübergewicht. Hab's gleich. Wir warten hier noch. Alles gut. Kein Druck aufbauen. Ja, aber weißt du denn, was das mit dem Feuerstoß auf sich hat? Nee. Nee, ich will es einfach nur ausprobieren. Ah, Moment, da gehen wir nicht hin. Da ist das Astral-Maulwurfschwein. Und hier gucke ich mal, dass ich den Brennen dann nicht anlocke. Wir sind falsch. Verdammt. Das sieht so aus, ja. Also falsch im Sinne, wir müssen doch beim Maulwurfschwein durch, oder? Nee. Wir müssen auf die andere Seite, wo die Käfer rumgekrabbelt sind. Okay. Glaube ich zumindest. Weil bei dem Maulwurfschwein ging es doch nicht durch, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Stimmt, das war eine Sackgasse, glaube ich, ne? Interessant, dass bei den Qualkrabbeneiern Seetang dabei liegt. Ja gut, die waren auch im Meer vorher, ne? die gehen ja auch mal baden, oder nicht? Hier gibt es bestimmt irgendwo auch Wasser. Klar, das Meer haben wir nur noch nicht gesehen. Oh, stimmt, da ist der Typ, der da rumhängt. Ja, aber hier ist... Oh. Hier ist auch nicht der Amboss. Hier sind wir auch falsch. Hä? Wo war das denn? Nicht kämpfen, komm lieber. Ja, der kämpft mit mir. War das doch nicht weiter unten, sondern eins weiter oben wahrscheinlich? Tja, wenn ich das wüsste noch, ne? Ich bin so gut in Navigation. Hier. Ah, ich glaube, hier war es. Völlig umsonst, ja. Ja. So, interagieren. Damit kann ich im Augenblick nichts anfangen. Bist du runter? Nee, du bist nicht runtergegangen, ne? Ja. Ah, da ist ja auch das Schild, ne? Schmiede. Da ist das Schild? Schmiede? Ja, was? Ja. Da ist ein Schild, das bildet die Schmiede ab. Dann weiß man auch, dass man hier ist. Ach so. Und kannst du nichts machen mit dem Dolch oder was? Nee. Hast du ihn auch in die Hand genommen und versucht? Muss man doch normalerweise nicht bei dem Spiel. Ich vertraue auf nix. Ich mach's sofort, wenn ich kein Übergewicht mehr hab. Oh, ist das schlimm, wenn du nichts einsammeln kannst, dann sammle ich viel zu viel ein. Oh, eine Runde Mitleid, ey. Echt. So, Moment, jetzt rüste ich den Dolch aus. Just for you. Aber da stand doch irgendwas von Feuerstoß, oder nicht? Ja, deswegen dachte ich ja eigentlich da unten und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wenigstens hier
Ja, schmiedemäßig, aber nö, alles falsch. Alles falsch. Und was ist, wenn du, keine Ahnung, Funke machst oder so? Aber es bringt auch nichts. Weil wegen Feuerstoß, ja. Das irritiert mich ein bisschen, weißt du? Ja, das, wie gesagt, deswegen hätte ich gedacht, man kann das da unten aufladen, wie auch das andere. Naja, oh, gut, Mann. Dann lass uns mal rausgehen. Ja, ich bin dabei. Ich renne. Okay, ich muss irgendwas hier lassen. Kann ich zumindest joggen. Das ist ja schon mal was. Und soweit ist es ja zum Glück nicht, ne? Nee. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die böse Überraschung, die ich vermute, nicht kommt. Und sie brauchten das Geld. Ja. Definitiv. Ja, das ist echt ein Problem. Also wir haben jetzt mal so für die Zuschauer vielleicht am Rande. Unser Erspartes ist aufgebraucht. Ne? Und wir hatten einiges an Erspartes. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hatten wir? Keine Ahnung, wir hatten allein 30 Goldbarren oder so. Ja, und dann noch ein bisschen was in Kleines. Ja. Das ist alles schon weg, ne? 1000 Silber sind übrig geblieben. Und alles nur, damit wir eine neue Stadt bauen. Was für eine Verschwendung. Da hättest du auf der Halbinsel leben können wie ein König, ne? Hättest die ganze Halbinsel kaufen können. Ja, vor allen Dingen noch hier in diesem hässlichen Ödland, ne? Wo eigentlich eh keiner leben will. Sind wir hier bescheuert, ehrlich. Guck mal da hoch. Ne? So, am besten nicht den Hirsch pullen, habe ich gehört, ne? Déjà-vu, ne? Ja. Müssen wir an dem vorbei? Ne, wir müssen hier so nach rechts. Wie lang? Hey, du Schnecke. Wie viel hast denn du Übergewicht, sag mal? Ich habe 109 von 85. Hast du dir den Hals nicht voll gekriegt? Ach, schön. Könnte man so sagen, ja. Ich bin ja ein bisschen, empfinde ein bisschen hier Schadenfreude, ne? Naja, du musst jetzt mit dem Stein auf dem Rücken... Weißt du, nachher ist der wieder verglüht, bis wir da sind. Müssen wir nochmal gehen. Zweite Runde trägst du den aber dann. Nö. Wieso? Team? Ja, toll ein anderer macht. Ach, schön. Ja, ich bin gespannt, was die Quest jetzt für uns bereithält hier. Ich hoffe, was ordentlich ist. Ja, das bin ich auch. Laufe ich ja eigentlich richtig? Ja. Als würde ich mich auskennen. Und du bist? So langsam solltest du dich auskennen. Ich bin gespannt, ob jetzt mittlerweile, haben wir noch irgendein Haus, das in der Bauphase steckt, das jetzt fertig wird? Oder warten wir einfach noch sehnsüchtig auf diesen verdauten Magmastein? Mana-Stein. Verdautes Mana-Stein. Dem verdautes Mana-Stein. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Gebäude sind soweit abgeschlossen, aber jetzt wird sowieso ein bisschen doof, weil das nächste Gebäude wird 3.000 bis 5.000 Silberstücke kosten und wir haben nur noch 1.000. War da drüben schon immer so ein riesiges Schiff? Ja. Mit Segeln? Ja. Hast du gehört, was ich gesagt habe, ja? Ich habe es gehört, aber irgendwie habe ich schon wieder vergessen vor lauter Schiff, Entschuldigung. Ich habe gesagt hier, das nächste Gebäude kostet zwischen 3.000 und 5.000 Silber und wir haben noch 1.000. Und unser Finanzexperte hat gesagt, wir sollen mal ein bisschen locker machen. Ja. Schade. Wobei, haben wir jetzt nicht Gebäude, die Silber produzieren? Ja. Aber nicht so viel, wa? Ach nee, zwei. Wir haben zwei Läden, ne?
Der Schmiedeladen und der Alchemieladen, oder? Ja, ja. Dann haben wir zwei Läden, die Geld bringen. Ja. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, 100 pro Tag wahrscheinlich nicht. Woche? 100 mal, pro Tag, ja geil. Brauchst Rheumasalbe? Ja, warte mal. Sieht aus, als hättest du was am Ischi hast. Eieiei. So in der Art ist es auch. Was hast denn du da Verbotenes konsumiert? Das kann ich nicht verraten, weil es ist verboten. Ah. Und ich möchte dich nicht in die Bredouille bringen, weißt du, weil als Mitwisser ist es auch schon strafbar. Ja, das stimmt. Ja. Und ich meine, als Bürgermeister kann ich mir das nicht erlauben. Als Bürgermeister? Als Bürgermeister. Oh, Burger, hätte ich Lust drauf. Gab's halt noch nichts, oder was? Doch, es gab halt was schon was sehr Leckeres, aber jetzt, wo du Burger gesagt hast. Mhm, aber nicht um die Uhrzeit hier, ne? Wir haben's nämlich 13.22 Uhr in Game. Ah, habe ich Mittagessen verpasst. Ja, stimmt. Hättest du mal das Alpha-Sandwich genommen, ne? Ja. Tja. Aber nein, das hat ja der Sterbende genommen. Ja, es war lecker. Für den Moment. Nichts und wieder nichts. Henkersmahlzeit war das jetzt. Sei doch nicht so. Ja, stimmt. Also, alles gut. Mensch, heute lassen die Ladezeiten aber auch zu wünschen übrig, ne? Aber echt. Was mit dem so Internet schön, da? So schön ist das Bild von Neuschirocco auch nicht. Drück mal, ja, danke. So, ich werde endlich den Stein los. Wo ist eigentlich mein Rucksack? Und ich verkaufe hier mal was. Ach, da vorne liegt er. Sehr gut. Oh, kurz in Sorge. So, ich gebe da mal den Stein ab, wenn es recht Wie ist. Wie kann ich helfen? Du das. Falsche Person. Gut gemacht da draußen. So, du hast es geschafft. Also mein verbesserter Schmelzofen ist bereit und wartet drauf. Unsere Effizienz in puncto Baumaterial wird gleich spürbar ansteigen. Vielen Dank, wie immer, Necro. Ja. Mit diesem Schmelzofen können wir jedenfalls höherwertiges Baumaterial verarbeiten. Ich habe etliche Ideen für Verbesserungen, die wir an unseren Spezialgebäuden vornehmen können. Sag mir, was wir brauchen und wir bauen es. Ah ja, wir haben jetzt den Schmiedestein los und unsere Aufzeichnungen wurden aktualisiert. Sind wir mal gespannt, ne? Okay, und unsere Tour hat uns immerhin 812 Silber eingebracht. Okay, cool. Und wir sollen mit Evelyn sprechen. So, ich nehme jetzt erstmal wieder meinen Rucksack. Ach Gott sei Dank. Ich habe auch noch eine Pflanzprobe für sie. Ohne Rucksack fühlst du dich nackt, ne? Ja. Was ist für heute geplant? Bist du still? Ich gucke gerade, was wir im Moment einnehmen und wir kriegen 125 pro Tag. Weil die Jagdhütte, die Holzfällerhütte und die Steinmetzwerkstatt kosten jeweils 25 und der Alchemieladen und der Schmiedeladen bringen jeweils 100. Naja. Ist nicht so schlecht, ne? Kurzer Hinweis? Ja? Vergiss bitte nicht, dein Magierzelt aus der Truhe zu nehmen. Warum ist mein Magierzelt in der Truhe? Weil ich es für dich mitnehmen sollte, damit wir schlafen können. Großartig. Gut. Mensch, bin ich gut. So, Evangeline sagt, oder Evangeline, wir nehmen gerade die letzten großen Verbesserungen an unserem Bau vor. Ich glaube, wenn die nächste Aufgabe erledigt ist, können wir endlich die letzten Grundlagen für die Siedlung errichten. Gib mir eine Minute. Wenn wir mehr Spezialgebäude unterhalten wollen, muss die Temperatur hier drin absolut kontrolliert werden. Josef arbeitet an einer Lösung, aber ich fürchte, einen Haufen Rohre in den Boden zu rammen, könnte dem Untergrund schaden. Also dann,
an die Arbeit. Konzentrier dich fürs Erste auf das, was wir für die nächste Bauphase benötigen. Um das Temperaturproblem kümmern wir uns danach. Es wird mindestens 150 Tage dauern, bis Josef mit dem Bohren der Löcher für sein Lüftungssystem anfängt. Wir haben also Zeit zum Nachdenken. Ach, da bist du ja. Ah ja. Das bedeutet jetzt was? Wie wir haben jetzt 15. Sehe, hast du Pflanzenproben für mich? Oh. Danke. Wir brauchen das. An die Arbeit. Was ist O? Wir brauchen mindestens 3 Spezialgebäude und ein verbessertes Spezialgebäude. Das heißt, ein Spezialgebäude fehlt uns noch. Mhm, und eins müssen wir verbessern. Woran arbeiten wir denn heute? Genau. Verbesserungen sind ein großer Segen für unsere Spezialgebäude und sorgen für neue, hilfreiche Optionen. Sei aber gewarnt. Okay, man kann Veränderungen machen, auch verschiedene an einem Gebäude, aber du kannst nur einmal eine Veränderung am Gebäude vornehmen, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Ah ja, okay. Oh ja, man kann, oh je, oh Gott. Jetzt wird's, jetzt übertreiben wir es hier gerade ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken. Gemischtwarenladen, Verbesserung, Kapelle. Ich muss mir gerade mal hier ein bisschen durchgucken. Mach so, du? Man Schmiedeladenverbesserung zum Beispiel würde 8.000 kosten, ne? Ich frage mich gerade ernsthaft, woher nehmen wir denn das ganze Geld? Ja. Loot, Loot, Loot. Wobei ich mich gerade eher frage, ob hier wirklich das gute Gebiet ist zum Looten oder ob wir nicht irgendwo anders hinreisen. Na gut, hier die Sachen, die bringen halt relativ viel Geld, ne? Im Gegensatz zu den anderen Sachen. Ja, finde ich schon. Also finde ich nicht, dass es für so eine Keule der 68 Silber ist schon okay. Na gut, das stimmt. Ach du Scheiße. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Das nächste Spezialgebäude wäre die Gladiatoren-Arena, eine Kapelle. Gut, der Lebensmittelladen fehlt uns eigentlich, ne? Ja, was braucht man dafür? Den verdauten Mana-Stein. Ja, verdammt. Ja, da müssen wir Proben sammeln und hoffen, dass wir den mal bekommen, ne? Ja. Das ist ja bitter. Gott, wie soll man denn so viel Geld zusammenkriegen? Ja, wir werden es schon schaffen. Also wir haben noch 4 Goldbarren und 1468 Silber. Davon können wir genau nichts kaufen, oder? Ja, es bringt ja im Moment eigentlich nichts. Wir sollten lieber gucken. Also nein, können wir nicht, weil eine Spezialisierung kostet 8. Und für den Lebensmittelladen, der ja schon zum Teil schon bezahlt ist, der eigentlich jetzt cool wäre, wenn wir den kriegen könnten, oh, da fehlt uns noch der verdaute Mana-Stein. Ja. Tja. Dann würde ich sagen, ich weißt du, wo ich noch gern hingehen würde? Du wirst es mir verraten. Ich möchte noch mal zur Kaligrau-Arena und gucken, ob wir da mal jemanden besiegen können. Jetzt, wo wir es ein bisschen raffen, wie die Gegner hier so drauf sind. Und dann war doch da auch noch so ein Turm gestanden, in dem wir, glaube ich, noch nicht drin waren. Dort in der Nähe. Und ja, stimmt. Ja, das fände ich eigentlich ganz cool, weil unterwegs sammeln wir hoffentlich Pflanzproben, Erzproben und Maulwurfschwein. Wir sollten diese Hellebarde auch mal reparieren, aber wir haben keine 3 Asche-Riesenherzen, ne? Nee, ich glaube nicht, aber vielleicht können wir noch einen legen. Wieso ein? Haben wir überhaupt Ascheherzriesen? Ja. Ascheherzriesen. Wir haben Ascheherzriesen. Komm, wir schlafen noch eine Runde. Ja, das machen wir.
Ja, aber das ist ja bitter. Die Kaligrau-Arena ist eh in der anderen Ecke, also. Ja, gut, wir machen. Machen. Unterwegs können wir ja auch noch den einen oder anderen noch platt machen, wenn er einer noch rum macht. Ja. Wenn. Ich hoff's. Also, ich würde jetzt mal 6 schlafen, 2 reparieren. Ich mach's andersrum. Echt? Ist so viel kaputt? Nö, aber ich muss nicht so viel schlafen. Ah. Aber mein Bogen ist schon relativ kaputt. Ich habe den ewig nicht repariert. Welche Pfeile benutzt du eigentlich für deinen Bogen? Ich benutze meistens die normalen, weil die anderen kann ich nicht herstellen und die sind mir für normale Gegner zu schade. Du sparst also wieder, bis das Spiel zu Ende ist. Kenn ich. Ja. Oh, guck mal, da ist eine Brücke rüber zu unseren Häusern. Hast du das schon gesehen? Nein. Guck mal. Cool. Tada! Hat das Spiel für uns gebaut? War bestimmt nicht ganz günstig. Die hätten uns lieber noch ein... Okay, ich bin still. Und da unten ist so ein Tunnel jetzt. Was denn für ein Tunnel? Wo denn? Wo komm mal hierher, unten? Wo ich stehe. Und jetzt guck runter nach Süden, so praktisch links von der Lava. Ah ja. War der Tunnel da nicht schon? Nee. Vorher? Glaub okay. Ich nicht. Achso, ja, gut, cool. Wir konnten es auch nicht sehen, weil hier ja die Brücke nicht war, ne? Gut, vielleicht hätte man es nee, wir waren ja da unten schon hingelaufen. Da kann man ja auch hingehen. Stimmt. Ah ja, cool. So. Dann auf, ne? Ich muss noch was zu essen mitnehmen. Oh, hast du schon was zu essen? Sachen? Ah, ich habe meine Sachen gar nicht abgelegt, ich Doofi. Aber sie gehen noch. Hat es nicht so viel geschadet, meinst du? Braucht, ja. Und denk dran, die Lebenstränke einzupacken. Die habe ich immer im Gürtel. Okay. Und dein Zelt. Ach, hast du ja gerade benutzt gehabt. Alles gut. Ja. Wohin würde eigentlich der Händler reisen? Ich habe ihn nicht gefragt. Nach Hamatan würde er reisen. Ah ja. Mhm. Ölbombe haben wir auch schon im in der Kiste. Sehr geil. Wo ist denn... Da. Ja gut, dann bin ich ausgestattet, ne? Mein Leben ist zwar noch nicht so geil, aber ist nicht so schlimm. Falls wir irgendwo mal einen sicheren Schlafplatz finden, können wir mal eine Stunde zwischen reinknacken. Dann machen wir das so. Also ist Kaligrau Arena überhaupt okay für dich? Ich habe das jetzt so einfach so halb bestimmt. Ja, du, gern. Nö, alles gut. Ich bin da tiefenentspannt. Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt da hinlaufen, switchen wir einfach in die nächste Folge, oder? Das klingt nach einem Plan. Können wir euch ja wieder kurz, bevor wir dort ankommen, ja wieder dazu holen und dann geht's weiter. Ja, cool. Dann danke fürs Zuschauen und fürs Mitfiebern. Und dann sehen wir uns in der Kaligrau Arena. Bis gleich. Ciao. Ciao.